Harry Kutz ist eigentlich keiner, der sich leicht übers Ohr hauen lässt. Und trotzdem ist es ausgerechnet ihm passiert. Ihm war ein Geschenk versprochen worden. Jetzt soll er 1.798 Euro zahlen. Für 2 Digitalkameras, 2 Sackkarren, eine Kaffeemaschine, 2 Magnetmatratzen und ein Bügeleisen. Riesenschweinerei. Weil man immer noch glaubt, dass es ehrliche Menschen gibt. Aber die gibt's nicht. Ein Teil der 1.798 Euro Lieferung steht noch in seinem Hausflur. Das ist eine Matratze, die 98 kostet. Und das sind Geschenke, die die Leute loshaben wollten. Wenn man die kauft, bezahlt man für die Kaffeemaschine 30 Euro und für das andere Gerät vielleicht nochmal 50. Das war's dann. Produkte zu völlig überhöhten Preisen. Es ist fast immer die gleiche Masche bei Kaffeefahrten. Man erhält einen vielversprechenden Brief, zumeist mit einem Gewinnversprechen. Dann geht es mit dem Bus zu einer mehrstündigen Verkaufsveranstaltung. Die vermeintlichen Gewinne entpuppen sich für gewöhnlich als falsche Versprechen, wie in diesem Fall aus dem Jahr 2008. Sie müssen die Zettel schon richtig lesen. Ihre Gewinnnummer ist 4-stellig. Das Feld, das Sie freigerubbelt haben, hat aber 6 Zahlen. Da gibt's leider nichts zu holen. Zur Verdeutlichung, links die 4-stellige Gewinnnummer, rechts die freigerubbelte Zahl. Die 2 Dreien am äußeren Rand machen den Unterschied. Bei Harry Kutz war die Einladung zur Kaffeefahrt besonders raffiniert getarnt. Sie sah aus wie das offizielle Schreiben einer Anwaltskanzlei. Angeblich werde eine betrügerische Firma abgewickelt. Im beigelegten Sparbuch wurde Harry Kutz ein Guthaben aus dem Firmenvermögen von 946,72 Euro zugesichert. Der Brief war für mich glaubwürdig, ich hatte Vertrauen dazu und deshalb bin ich dort mitgefahren, um das Geld in Empfang zu nehmen. Stattdessen landet er in einer typischen Verkaufsveranstaltung. Er glaubt, dass er das versprochene Geld in Form von Produkten, die er kauft, mit nach Hause nehmen kann. Und dann habe ich darum gebeten, den Preis zu verrechnen mit der Auszahlung, die vorgesehen war. Das wurde abgelehnt. Und daraufhin habe ich gesagt, ich trete zurück. Das scheint der Verkäufer überhört zu haben. Einen Monat später kommt das dicke Ende. Der Kaffeefahrtanbieter hat den Rentner verklagt auf sofortige Zahlung. Selbst für die Verbraucherzentrale ist diese Masche völlig neu. Hier ist es wirklich dazu gekommen, dass diese Firma, die nun die Kaffeefahrt in die Welt gebracht hat, bis zur Klage nunmehr gegangen ist. Dies ist wirklich schon sehr außergewöhnlich. Der Kaffeefahrtanbieter war trotz mehrfacher Versuche nicht zu erreichen. Gegen ihn